Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, in der letzten Folge, glaube ich, hatten wir noch ein paar Fische gefangen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich schaue mal eben nach, vorsichtshalber. Weil wir haben ja jetzt wieder in der Woche... bin ich doof? Das hätte doch da, meine ich doch. Ah ne, okay. Wir hatten keine Fische, beziehungsweise ich hatte die Fische schon gemacht. Ich schaue mal eben nach, weil wir hatten ja noch einen Glaskugeltrank gemacht. Und einmal Kupferessenz, wobei wir da eigentlich... Was ist denn das? Silberessenz, Gold, Reiswein. Das können wir ja auch machen. Der braucht nur 4 Stunden. Ja, den schmeißen wir mal rein. Falls wir den nochmal für irgendwas brauchen. So, da können wir noch nichts abernten. Allerdings, Moment, haben wir die... Haben wir nicht. Wie lange brauchen die noch? 9 Stunden. Na gut, das dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir mal hier unten gucken. Muss doch bestimmt wieder irgendwas gegossen werden. Ich wusste es. Die sind als letztes dazu gekommen, die Blumen, so wie es aussieht. So. Aber jetzt sieht man auch überall die fleißigen Bienchen. Ich glaube, vorher haben wir die gar nicht draußen rumfliegen sehen, ne? Sonst haben wir nur so leichtes Gebrumme gehört oder so. Und das war es dann auch. So, warum bin ich jetzt gerade so langsam? Ich habe doch noch Temposchub drin, oder nicht? Ich meine, in der letzten Folge stand drin, dass ich noch Temposchub drin habe. Wieso habe ich keinen Temposchub mehr drin? Hallo? So geht das aber nicht hier. Temposchub. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Genau, Kitty. Einmal mit Tempo streicheln, bitte. Hey there, Kitty. Oh, und schon wieder ein Knochen. Den haben wir ja eher seltener. Ja, wem's aufgefallen ist, meine Stimme klingt heute tierisch kratzig. Sie ist auch sehr kratzig. Ich habe mal wieder irgendwas, ja, abbekommen vom... I found something. A recipe. Süßkartoffelauflauf. Ich dachte gerade Lauflauf. Ich bin hier gerade... Oh, ich habe gerade doppelt gesehen beim Lesen. Schrecklich. Ja, also wie gesagt, ich habe irgendwas mitgenommen. Deswegen ist meine Stimme total rau und meine Nase schon wieder zu. Und naja, ich will mich nicht beschweren. Es ist halt nur dieser Schleim im Hals. Der könnte jetzt nach dem letzten, ja, fast halben Jahr, dürfte endlich mal gehen. A recipe. Rosinenhaferkeks. Warum können die nicht mal ein Rezept für dieses Roastbeef was, glaube ich, machen? Das bräuchte ich nämlich jetzt, weil dann könnte ich dem Wesley nämlich eins machen. Oh, das können wir auch noch mitnehmen. Nein, nein. Ich muss den Stein mit den Hintern angucken, damit ich den dann aufheben kann. Das ist, manchmal ist es echt seltsam. Aber okay. So. Da müssen wir erstmal nichts machen. Jetzt sind wir wieder zurück und da ist wieder ein Fisch drin. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Aber theoretischerweise, ich glaube, ja, Dienstag kamen wir. Heute müssten alle da sein zum Verkaufen, oder? Wow! Also ich meine, ich müsste theoretisch Würmer kaufen können und ich meine, ich müsste theoretisch, also das denke ich mal definitiv, hier... Na, wie heißt es jetzt? Oh, endlich nochmal Unkraut. Das meinte ich natürlich nicht. Ja, 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 lauft hier nicht alle auf mich zu. Ich mache das jetzt, ich mache ja einen nach dem anderen, Leute, ja? Würmer und Fischstäbchen verkaufen können, so, das wollte ich sagen. Wenn wir das nicht schon in der letzten Folge gemacht haben, ich weiß überhaupt gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Die letzte Folge habe ich... gestern gemacht. Das ist fast 24 Stunden her. Und mit meiner aktuellen Verfassung, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr, was ich da jetzt genau gemacht habe. Zumal sich das ja immer wieder ändert. Und dann habe ich noch Harry Potter aufgenommen gestern Abend und habe das jetzt, nicht Harry Potter, Hogwarts aufgenommen, habe das jetzt irgendwie im Kopf und, oh Gott. Dann habe ich noch einen Zeichenkurs im Kopf, den ich aktueller machen will. Also alles ist so ein bisschen, ja... Bisschen durcheinander gerade bei mir.
Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich mit euch darüber reden, wie toll es ist, diese Hühner zu zeichnen oder sowas. Oh, ja, mit dem kommen wir ja nicht weiter. Na, du bleibst stehen. Du gehst mir da jetzt nicht rein. Der hat schon wieder Wolle. Sehr schön. Das ist das, was ich meinte. Wenn die natürlich so unterschiedlich gekauft werden, dann kann man natürlich auch die Wolle dementsprechend unterschiedlich kaufen. Scheren. Das heißt, wenn jetzt, sag ich mal, heute das eine Schaf, eigentlich müsste ich jetzt einen Tag wählen, um ein Schaf zu kaufen, einen Tag, nachdem das hier geschoren wurde. Weil das andere braucht noch 2 Tage, glaube ich, bis dahin. Wenn ich mich richtig... Warte! Ach, dann haben wir... Ah, ich muss noch kurz bei dir... dann haben wir, glaube ich, genug Wolle für einen Stoff. Ah! Da muss ich sofort hin. Weil ich bin natürlich sehr gespannt, was das mit der Boutique ist. Seit, ja, mittlerweile Monaten, keine Ahnung. Ach, ich kann da hinten noch... Nee, Moment, wenn ich jetzt reingehe, dann ist der Fisch bestimmt wieder weg. Gehe ich jetzt mal ganz schnell noch hier angeln. Nur aufgrund dessen, weil ein großer Fisch drin ist. Und ich will es ja nicht sagen, aber wir haben glücklicherweise lange keine Rezepte mehr geangelt. Na? Ein Flusskrebs, genau das, wonach es aussah. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Da können wir... Och, geh doch einfach da mal hin, wo ich hin will. Ach nee, 2 Tage noch, okay. Aber wir haben ja jetzt Wolle bekommen. Na? Na? Nein, uns fehlt doch einer. Oh, hätte ich nicht noch was Wolle haben können. Wieso kann ich eigentlich keine Wolle bei diesem Farmer kaufen? Ich meine, der hat doch auch Schafe da. Nimmt der die nur zum Schlachten oder so? Oder zum Züchten? Ich meine, der muss doch auch irgendwie Wolle da rausholen. Ah, das ist doch gemein. Okay. Unkraut haben wir auf jeden Fall wieder was in petto, damit wir wieder was auffüllen können. Das ist schon mal sehr gut. Blöd ist natürlich, dass wir jetzt hier sehr viel weniger Unkraut bekommen. Wahrscheinlich wegen dieser Fläche hier. Nehme ich an. So. Thomas, du hast auch keine neue Quest, ne? Nee. Ich glaube, dann hätte ich da das Ausrufezeichen schon sehen müssen. Keine Fische im Moment, das ist gut. Also gut, weil ich mich da nicht hinstellen muss und angeln muss. Da ist nochmal ein großer Fisch. Da müssen wir dann doch nochmal ran. Ach ja, und das am frühen Morgen. Einmal den großen, bitte. Dankeschön. So, wir hatten übrigens auch noch eine Aufgabe, ne? Fällt mir gerade ein. Den Schwebetrank. Ach ja, genau. Deswegen müssen wir... Dann angeln wir hier den großen nochmal kurz raus. Und dann müsste es ja eigentlich spät genug sein. Ja, ist jetzt 10:30. Dass wir... Oh, quick! Das war der Kleine. Dass wir zu den Feen da ins Reich gehen können. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben... Hier war es. Goldlauch brauchen wir noch. Bin ich mal gespannt, ob wir das bei... ihr kriegen oder ob wir das vielleicht bei Shelby holen. Aber bei Shelby habe ich noch nie Goldlauch gesehen, glaube ich. Und ich denke mal, dass wir da wirklich so mystisch... Sag mal, Leute, kann der Große auch mal anbeißen, bitte? Ich habe nicht so viel Zeit hier. Ich sag dir der Große, nicht der mickrige Kleine. Jetzt aber. Dankeschön. Ich war mir erst nicht sicher, weil der andere Fisch schon wieder im Hintergrund am Schwimmen war. So, sogar ein Thunfisch, sogar ein Tintenfisch. Sehr schön. Jetzt ist da nicht... Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt ist da nicht auch wieder ein großer drin. So, dann...
Ich sag heute sehr viele Soos irgendwie, habe ich festgestellt. Dann ist hier wieder großer Fisch. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich komme heute gar nicht mehr dazu, hier irgendwas zu machen, weil ich wieder nur noch an diesen blöden Fischen hänge. Oh. Komm, beiß an, großer. Nein. Oh, quick! Ich hab's kommen sehen. Beiß den Kleinen in den Schwanz und dann beiß rein. Oh, quick! Oh, yeah! Oder du beißt nur rein. Ist auch in Ordnung. So, jetzt aber schnell rüber. Mann. Sie hat... Die haben jetzt alle zu, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Hallo? Wir haben Dienstag. Ich muss mal eben gucken. Dienstag bis Mittwoch geschlossen. Wollt ihr mich verarschen? Ganz ehrlich. Da muss man einmal... Montag bis Dienstag, natürlich. Da ist man einmal darauf angewiesen, dass die wirklich geöffnet haben. Ey, die haben jetzt alle geschlossen. Das ist nicht euer Ernst. Mädel, ich muss von dir was kaufen. It surprises me when Amira stops by the apothecary. But I am glad to see her well. Ja, das ist ja alles toll. I live here. But I'm home when I'm in the wilderness, surrounded by my creature friends. Ich bin ziemlich sauer gerade. Ich weiß nicht, ob man mir das jetzt gerade anmerkt. Och, nee. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass ich da jetzt gucken kann. Und dann hoffentlich weiterkomme. Ich weiß ja nicht, ob die das hat oder nicht. Und dann ist die gar nicht da. Also die ist schon da, aber die arbeitet nicht. Die haben alle null Verständnis für Geld machen irgendwie. When I work with metal, sometimes I feel like it's talking to me. Guess that's what happens when you spend all day by the forge. Warum rede ich eigentlich mit ihr? Wir sind ja schon beste Freunde. War aber nicht so schlimm, dann konnte ich kurz noch einen Schluck trinken. Hier hat wieder alles geschlossen. Den hatten wir schon, den müssen wir noch hochkriegen. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Nee, ich wollte gerade sagen, aber das Herz haben wir noch nicht voll. If you get really lucky and take care, the bees might even make some royal jelly for you. Hm, und ich gebe dir ganz viel Stoff, damit du endlich deinen Traum... Das ist ganz viel Stoff, das hört sich komisch an. Damit du endlich deinen Traum verwirklichen kannst. I became a teacher because I believe that children are our future. Oh, so do you have any kids? No, no way. I mean, not yet. Kids are great. I love kids. Ja, man kann sich alles einreden. gut. Ihn brauchen wir auch noch. Have you checked out the Consciousness Center yet? Oh. We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Ja, wahnsinnig, dass ihr normale Leute nicht ausschließt. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben Pilze. Okay. Sehr schön. Hier in der Ecke haben wir nichts. Außer einen großen Fisch, den wir mal eben mitnehmen. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Akt, eine Tortur, ein Akt der Geduld hier. Oh, doch nicht. Ich dachte schon, dass ich jetzt hier wieder Ewigkeiten warten muss, bis der dann wirklich mal anbeißt. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch einen. Moment, grillen. Von denen haben wir mehr, so. Da ist ein Fisch dran. Eigentlich darf nur der Große anbeißen. Oh, quick! Fisch, was hast du daran nicht verstanden? Da hängt ein Fisch dran. Warum sollte ein kleiner Fisch an einen Haken beißen, wo ein kleiner Fisch dran hängt? Will der seine Brüder und Schwester auffressen oder was? Also das System ist irgendwie sehr unlogisch. Bin ich ganz ehrlich. Weil warum sollte ein kleiner Fisch... Schwarzflecken-Sonnenbarsch. Oh, Shelby ist gar nicht da. Shelby, Shelby, wo bist du? Shelby ist irgendwie unterwegs. Wahrscheinlich gerade in der Stadt. Toll, alle sind jetzt
Nicht alle, aber ich bin hier. Achso, das hatten wir, glaube ich, erst gestern, ne, mit den Blumen. Ach, dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir ihn ja unterwegs noch. Mir fällt gerade ein, am zweiten Strand bin ich noch gar nicht gewesen, ne? Cameron. Normally, when Shelby talks to me, I don't get what he's saying. He and Founder Korn would probably get along. Gründer Korn. Okay. Sie ist da. Some people call it the Fairhaven Ferry. I call it the Fairhaven Germ Dispensary. Ja, und die Sammlung lustiger Chaoten, die ständig immer wieder kaputt gehen, wollte ich gerade sagen. Ständig immer wieder irgendwas haben. Damon, do you ever get out in nature at all? Nah, pff, it's too hot. And the only flies I like are barflies. So, wir haben noch ein paar Fischstäbchen, hoffe ich zumindest. Juliet asked me to teach her some of my Nana's dishes. I was so excited. I rushed over to Lena's to get what I need before she changes her mind. Ja, 15 Stück, die können wir doch gut und gerne alle verkaufen. Vielen Dank. Oh so, halt, Moment. Ich wollte noch was gucken. Und zwar, hier haben wir alle Rezepte rausgekauft, ne? Okay, können wir auch, so wie ich es jetzt verstanden habe und gerade gesehen habe, nichts Neues kaufen? Ne, ach, du sollst mit ihm reden. Warum stehe ich denn vor ihm? Lena's kids brought me something from their stand the other day. Touch my wrinkly heart, that did. Oh. So, bei dir sind ja nur Fische und so weiter. Dann würde ich sagen, kaufen wir nochmal... Oh, ja, stimmt, wir haben ja gar keine mehr. Kaufen wir nochmal Würmer. Schon ist das Geld wieder weg. Ja, okay, so viel Geld ist es jetzt auch nicht, was weggegangen ist, aber es ist schon eine Menge. I'm jazzed. The waves sang to me while I danced on them. Ja, du hast nicht zufälligerweise irgendwelche Blumen oder sowas im Angebot, ne? Goldlauch, Pflanzen, müsste das sein. Was ist das denn hier? Pilzleder. Leder und Pilzleder, okay. Kann man das dann auch bei ihm kaufen? Ich bin auch gerade am gucken. Moment, was ist denn? Das war der Olivenbaum. Und Limette haben wir, glaube ich, schon. Olive haben wir definitiv noch nicht. Also da müssten wir auf jeden Fall noch was freihalten. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt... Ach so, jetzt darf ich den auf gar keinen Fall verkaufen. Das ist bei ihm immer so laut, ne? Stimmt. Fällt mir jetzt gerade auf. Remember when we used to run a lemonade stand in town and then spend our earnings on ice cream? Yes. Whatever happened to that old ice cream parlor? Oh, the owner retired ages ago. Truth is, it's hard to run a business year round here. Mir fällt gerade zum ersten Mal nach, weiß ich nicht, über 60 Folgen auf, dass hier Erdbeermarmelade steht. Ich mag Erdbeermarmelade, aber ich liebe Kirschmarmelade. Dann kaufen wir da auch nochmal 13 von. Ich weiß, das ist teuer. Ich will ja eigentlich das Geld sparen. Ach so, Moment. Moment. Ich wollte noch was nachgucken. So. Zum Freischalten. Aber da sind keine Rezepte oder sowas bei. Geht auch nicht tiefer. Na gut. Ich kann keine Rezepte mehr holen. Also ich glaube, ich kann ihm das nicht machen, ganz ehrlich. Ich muss gucken, dass ich vielleicht noch was Neues rausfinde. Taking a break from farm work? You're welcome to hang out with me in the AC. I think I'm finally getting used to the bleach smell in here. I stopped noticing it a long time ago. Oder es ist hier drin. Wahrscheinlich ist es jetzt hier drin. mal schauen. Jetzt habe ich das gekauft. Ja, toll. Jetzt habe ich das gekauft. Achso, jetzt kommt's. Okay.
Roast Beef. Ich glaube, es war Roast Beef. Ich bin mir ziemlich sicher. Hurra. Ja, hurra. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Hallo, Wesley. Wie der gerade gegrinst hat. Shelby's a tough nut to crack. He hardly mentions the past. But I can sense he's led a unique life. Our elders live on through their stories. So I'm going to keep trying. Ah. Bleib hier, Wesley. Wesley vor allen Dingen. Eigentlich wird es ja Wesley ausgesprochen. Oder wird es Wesley ausgesprochen? Weil Wesley wird ja eigentlich ohne T geschrieben, oder? Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ich habe immer Wesley gesagt, weil der Name irgendwie schöner ist. Aber ich habe gerade gesehen, dass da Wesley stand. Egal, ich nenne ihn weiter Wesley. Ist egal. So. Ich habe keine Ahnung, wie das Roastbeef eigentlich aussieht. Moment. Topf. Ofen. Nee, das war... Achso, das war das, oder? Roast Beef. Kann ich machen. Ich bin mir noch gerade nicht mehr sicher, ob das jetzt auch wirklich das war, was er mag. Kann man das irgendwo nachsehen? Nee, ne? Ich mach's jetzt mal ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gewesen ist, aber ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Ich versuch's jetzt einfach mal. So. Bleib schön sitzen. Ich komme sofort wieder. Hoffentlich mit dem richtigen. Ach. Jetzt grinst er mich nicht mehr so an. Doch, da ist ein Herz drin. Wesleys Lieblingsgericht, meine ich doch. Guck mal, Wesley. How did you know I'm hungry enough to eat an entire cow? Although, I'm that hungry on most nights. Ja, oh, das Herzchen ist hochgegangen. Wesley, jetzt kann ich gar nicht mehr mit dir reden. Ich will mit dir reden, ich will weitermachen. Dann halt nicht. Ich will dich doch nur heiraten, mehr will ich doch gar nicht. Ich will mal eine Wildflowers-Hochzeit machen. Aber erstmal möchte ich, also was heißt erstmal, ich kann auch gerne alles auf einmal. Das ist natürlich der Kleine, ja. Ich möchte auf jeden Fall noch diese blöde Wolle kriegen. Die Wolle fällt mir gerade ein, aber die konnte man nicht kaufen bei dem Dings, ne? Es wäre mir aufgefallen, wenn man die kaufen konnte. It must be so strange to have a statue of your ancestors in the town square. My family might be complicated, but at least I'm not feeling the pressure of living up to a legend like that. Ja, wir können jetzt im Moment gar nichts machen, wirklich. Hier oben ist noch, achso, Moment, da oben ist noch was zum Einsammeln. Shelby, wenn ich jetzt mit dir rede, anstatt zu angeln, dann ist wahrscheinlich der große Fisch wieder weg. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz den Fisch angeln. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht in der Zwischenzeit abhaut. Also nicht der Fisch, sondern Shelby. Shelby, hi. Most of my loved ones have passed to the next world. I'm not ready to join them yet. But I'm looking forward to the reunion. Ja. Okay, er hat's definitiv nicht drin. Hm, ja, dann nimmt auch nur die ganzen Sachen so aus dem Wald und so. Ja, also das muss die Fee sein. Sonst wüsste ich nicht, woher ich das kriegen soll. Oder dass ich das irgendwie aus dem Wald bekomme oder so. Aber, also von der, aber die beobachtet ja eigentlich nur den Himmel. Die läuft da ja nicht durch den Wald und ist da irgendwelche Pflanzen oder sowas am Sammeln. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie geguckt habe, ob wir bei ihr eigentlich irgendwas kaufen können, fällt mir gerade auf. Also da können wir noch mal kurz hingehen und noch mal eben gucken, was man bei der eigentlich machen kann.
Ich habe zwar den doppelten Speed drauf, aber das sieht so langsam aus, ne, wenn ich jetzt gerade hier laufe. Das ist wirklich, das ist gnadenlos im Moment. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Nicht wieder hängen bleiben. So. Dann bin ich jetzt wirklich mal... Oh. Oh, come in, Tara. Care for a muffin? Oh, I'm celebrating. I've just finished analyzing my first set of barometric readings. They suggest there's some sort of pressure barrier around the island. There really is something odd happening here. Tell me, have you noticed anything dodgy about the weather since you've arrived? Nein. Das Wetter ist überall seltsam. Weather? What? On Fairhaven? No. No weather here. There's weather everywhere. I have to get to the bottom of this. What was grad school for otherwise? Sometimes I wasn't certain I'd make it. But now, here I am, in my own weather observatory. Oh, listen to me ramble. You're very kind, Tara. Come back anytime. Ja, so schön, dass wir jetzt endlich ein Herzchen mit der haben, aber das geht gerade in keine gute Richtung. Okay, wir können bei ihr gar nichts kaufen. The Gut, onsen jetzt weiß ich. Is such a luxury. How many other meteorologists can say they have one in their front yard? In ihren Vorgarten, ja. Irgendwie ist das ja sowas wie ihr Vorgarten, das stimmt schon. Ja, jetzt mache ich mir so langsam Sorgen. Ich meine, es war schon irgendwie klar, dass man sich Sorgen machen muss. Weil bestimmt irgendwas passiert. Also ich sag mal so, die Story ist ja so aufgebaut, dass man schon erahnt, naja, vielleicht muss man auch selber schreiben, um das zu erahnen, aber dass man tatsächlich schon erahnt, okay, da kommt jetzt noch irgendwas, irgendeine große Wende und andererseits die, die dann verhöhnt werden sozusagen als böse, die werden dann wahrscheinlich alles retten, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, aber so ist ja der übliche Plot, sage ich mal, ne? Aber so ist es halt auch immer gut geschrieben. Das ist halt, ja. Gut, wir machen jetzt noch mal eben schnell... Sind die Fischstäbchen nicht mehr links oder was? Ach, jetzt sind die eins nach rechts gerückt. Das ist doch gemein, wenn man sich daran gewöhnt hat, immer links zu gucken. Na, und schon haben wir schon wieder 10-mal den... Das Mehl weg. Das ist ja heftig hier. Das ist ein Verschleiß, den ich habe. Das geht auf keine Kuhhaut, wirklich. Okay, dann werden wir das jetzt ganz schnell, in der Hoffnung, dass sie noch so lange arbeiten, ganz schnell eben verkaufen. Oh, er kauft sich nochmal zusätzlich Fleisch. Halt, nicht rauslaufen. Ich brauche nochmal kurz neues Mehl. Ich habe das ganze Mehl gerade ausgegeben. Es tut mir leid. Das Ganze natürlich nicht, aber wir wollen trotzdem nochmal 10 neues Mehl holen. So, mit dir habe ich schon gesprochen. Das brauche ich nicht. Geh da rein, schnell, bevor sie zumacht. So, dann verkaufen wir nochmal schnell die Fischstäbchen. Sehr schön, haben das Geld dann wieder drin. Ja, und dann... Oh, er hat gerade geschlossen. Ich sage ja, ich muss schnell sein hier. Dann würde ich sagen, da jetzt alle keine Lust mehr haben zu arbeiten und gerade so in den letzten Zügen sind, dass ich jetzt auch mal nach Hause gehe und mich ins Bettchen lege und morgen, ja, morgen, also am morgigen Tag und in der nächsten Folge, können wir dann, so wie es aussieht, endlich nachgucken, ob sie das hat. Wir müssen aber noch mal kurz zwei Sachen machen, fällt mir gerade ein. Einmal die Kupferessenz. Schmeiße ich nochmal eine neue rein, nur so für den Fall, dass wir irgendwas brauchen. Ach, Moment. Stopp, stopp, stopp. Ich möchte von Wesley noch herausfinden. Hm. Oh, I think I see something. Schweinebraten. Okay. Jetzt fällt bei mir alles runter. Ich wollte mir nur kurz Schweinebraten aufschreiben. Ich weiß auch, es gab irgendeine Möglichkeit, dass man was klicken konnte, um sich die Leute nochmal anzugucken. Oder war das im Journal? Ach, das war im Journal. Ah, ja.
Da kann man auch angucken, übrigens, was man schon hat und was man noch nicht hat, fällt mir gerade auf. Ja, sehr geil. Okay. Super. Aber jetzt können wir immer noch nicht ins Bett. Weil ich vergessen habe, dass ich noch hier den Kompostbehälter wieder neu auffüllen muss. Ich kann aber nur noch zwei neu auffüllen. Das ist schlecht. Nee, du sollst. Wenn, dann sollst du schon den vorderen auffüllen. Hallo? So, und jetzt haben wir nämlich ein riesiges Problem. Wir haben knapp die Hälfte erreicht und haben immer noch keinen neuen Kompost. Das meinte ich mit, es wäre zu viel, wenn wir jetzt nochmal eine ganze Reihe bauen würden. Ich laufe schon wieder nach draußen. Ich habe schon wieder was zu tun. Es tut mir leid, aber ich habe gerade gesehen, dass ich ja noch Ausdauer habe. Ich will das Ganze wirklich nicht hinauszögern. Und ich könnte das auch gut und gerne rausschneiden, aber ich denke mir mal, das wird jetzt nicht so lange dauern, eben zwei Bäume zu fällen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir den zweiten überhaupt noch schaffen. Es ist halt nur wichtig, dass wir das Holz dann auch bekommen. Doch, das Fällen schaffen wir noch. Kriegen wir das noch hin mit einmal? Ja, okay. Haben wir sogar den ganzen Baum noch gefällt. Sehr schön. Ja, haben wir auf jeden Fall nochmal, ich glaube, 22 neues Holz oder was das war. Und dann können wir jetzt endlich ins Bett gehen. Ich verabschiede mich für heute. Und in der nächsten Folge hoffe ich inständig, dass wir Goldlauch bei, ich weiß nicht mehr, Perry, glaube ich, heißt sie, bekommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. So tired. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.